Letzte Woche überkam das österreichische Bundesheer der Drang zum Zündeln. Sonst ist nicht allzu oft Gelegenheit, sich zu beweisen. Der Lanzeralltag beschaulich. Bis zu der Übung am Donnerstag. Ein Tanklager, Terroristen, Schüsse, Verletzte, Feuer, Chaos, richtig Action. Zur Darstellung eines Ereignisses, wo eben Terroristen dieses Tanklager überfallen hätten sollen oder sollten, haben wir auch ein Auto gebraucht, das dementsprechend hier zu einer Zieldarstellung dienen hätte sollen. Der nette Herr Laus hatte eins. Herr Laus von Beruf Autohändler war sogar bereit, diesen abgewrackten VW Polo gratis bereitzustellen. Der Polo, sein Beitrag für eine zackige Landesverteidigung. Ein Abholtermin für die Schüssel wurde mit der Heeresverwaltung ausgemacht. Soweit so super. Weniger super lief die Sache mit dem Abholen. Statt 7 Uhr abends verstand jemand 7 Uhr früh. Vorauseilender Gehorsam sozusagen. Den Platz, wo das Auto stehen hätte sollen, ist zu dem Zeitpunkt, weil es noch zu bald war, ein anderer Bäcker weggestanden. Und die Herren vom Bundesheer haben dann den Verkehrten mitgenommen, der was da gestanden ist. Der Passat landete auf einer Wiese, ein Knopf wurde gedrückt. Dann gab es einen Knall und eine Stichflamme und eine große schwarze Wolke. Alle Übungsteilnehmer freuten sich total, endlich mal was los beim Heer. Den Terroristen wurde der Garaus gemacht, harte Männer, harter Einsatz, übrigens im Hintergrund ein Tanklager. Soldaten und Brandschutz, alle waren Feuer und Flamme für die Mission Impossible in Oberösterreich. Terroristen abgemurkst, Zivilisten gerettet, Auto abgefackelt, leider das Falsche. Ich habe mir, wie ich das Auto gesehen habe, auch gedacht, der Wagen schaut eigentlich noch relativ gut aus. Wie dann lichterloh gebrannt hat, wie Feuerwehr und Rettung zum Einsatz gekommen sind, da plötzlich ist ein Anruf gekommen von einem Autohändler, das falsche Auto wurde hier in Brand gesteckt. Das richtige ist noch auf dem Parkplatz gestanden. Wer dumm rumsteht, kann schon mal Opfer der Heereskommunikation werden. Das schafft Vertrauen. Da geht es ums Prinzip. Ne? Wenn man sagt, dieses Auto stelle ich zur Verfügung, kann man nicht irgendein anderes nehmen. Ne? Das hätte vielleicht ja gar nicht mir gehören können. Ne? Was war dann gewesen? Der Polo hat sich der Fürsorge des österreichischen Bundesheeres gerade noch entziehen können. Mal abwarten, wo sein letztes Stündlein schlägt. Für unsere Freunde in Österreich zeigen wir jetzt dann gleich mal, wie man das richtige Auto auch richtig sprengt. Schauen Sie mal, wir haben keinerlei Kosten und Mühen gescheut. So steht er jetzt auf unserem Hof. Da haben wir übrigens den Herrn Kort, das ist unser Sprengmeister. Schönen guten Abend. Prima, alles klar. Dann schlage ich vorher Laus, zählen Sie mal schön runter von 5 auf 0 und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. 5, 4, 3, 2, 1, 0.